Länderspieltage in der Gruppenphase. Was erwartest du dir, Buschi? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie erstmal taktieren. Wir haben noch einige Spiele vor uns und erzwingen muss hier kein Team etwas. Heute also USA gegen Deutschland in dieser Partie. Was erwartest du dir, Buschi? Na, auf jeden Fall mal ein gutes Spiel. Diese zwei Mannschaften gehören zu den Besten im Frauenfußball überhaupt. Klar, dass da die Erwartungen hoch sind. Buschi, ein paar Worte zu den Rekordspielerinnen der USA. Ja, sehr gern. Da wäre zum einen Christine Lilly, die mit, Achtung, 352 den geschlechterübergreifenden Weltrekord der meisten. Länderspieleinsätze hält, aber zum anderen natürlich auch Abby Warburg, die mit über 170 Treffern die meisten Länderspieltore aller Zeiten geschossen hat. Und jetzt treffen die USA auf die deutsche Frauennationalmannschaft. Leiten wird diese Partie Ingrun Swansdottir. Der Startschuss für ihre dritte Partie in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen alle auf ein unterhaltsames Spiel. Holiday. Klingenberg. Wann war denn die Geburtsstunde der US-amerikanischen Frauennationalmannschaft? Ja, das war das Spiel gegen Italien 1985 auf dem Mundialito-Turnier in Norditalien. Dieses Turnier war so eine Art Mini-Weltmeisterschaft, weil es damals noch keine offiziellen Weltmeisterschaften für Frauen gab. Und direkt zurückgespielt, Klingenberg. Rapino. Bitterste Chance. Wembeck. Zu unplatziert, genau auf die Torhüterin. Sauerbrunn. Vorteil. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Sehr guter Schuss. Knapp drüber. Kann sie den Ball behaupten? Und Einwurf für die US-Amerikanerinnen. Klingenberg. Da verlieren sie den Ball. Gibt Freistoß, wäre aber auch nicht, denke ich, so früh muss sie hier keine Karte zeigen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Marusha. Ganz einfach an den Ball gekommen. Mitter. Bock. Neu. Schmidt. Jetzt Maruschan. Souverän, sie hat den Ball.
Sauerbrunn. Krieger. O'Reilly. Jetzt sind sie am Ball. Nun Mittag. Nun Marathon. Mittag. Das macht sie gut. Sie ist wieder im Ballbesitz. Pass auf die Außenbahn. Ein linke Kahn jetzt. Gut gemacht, den Ball schnappt sie sich. Jetzt haben sie den Ball verloren. Rampone. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Chance zum Tor, abgepfiffen, Fahne oben. Und diesen Ball nimmt sie ganz souverän auf. Sie haben den Ball. Sie spielt den Ball direkt zurück. Gößling, und da klingelt es im Kasten. Dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und Wombeck. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Einwurf, sofort ausgeführt. Nun Marochan. Gößling. O'Reilly. Gute Zweikampfführung. Sie kommt ja an den Ball. Nun Marathon. So ist es natürlich kein Problem. Sie holt sich den Ball. Morgen. Das könnte es werden, aber nein, abseits. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Wichtig, dass sie hier an den Ball kommen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ball draußen, es wird Einwurf für Deutschland geben.
Und hier sehen wir den Treffer noch einmal. Super reagiert und fantastisch umgesetzt. Gut aufgepasst und abgefangen. Jetzt kommt. Klasse aufgepasst, sie kommt an den Ball. Toller Einsatz in dieser Szene. Da holt sie sich den Ball direkt zurück. Rampung. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Es geht eine Minute nach der Zeit. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Die zweiten 45 Minuten laufen jetzt also hier. Und wenn die absolviert sind, ist die Hälfte der Gruppenphase schon vorbei. Kemme. Bartusiak am Ball. Da hat sie gut aufgepasst und kann dazwischen gehen. Holiday. O'Reilly. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Das war einfach, sie hat den Ball. Wembeck, der Ball ist drin. Sehen wir hier wieder ein richtiges Fußballspiel, das war der Anschlusstreffer. Sie sind zurück im Geschäft, es ist ihnen alles zuzutrauen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Adiamita! Das war eng, der Ball zischt über die Latte. Jetzt haben sie den Ball verloren. Lloyd. O'Reilly. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und Laudea. Lloyd. Geht er rein? Voller Einsatz. Schuss geblockt. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Und direkt zurückgespielt. Rapinoe. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an.
Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Leupolz. Jetzt Pop. Tolle Flanke. Rapino. Hieb. Sie versuchen noch mal ranzukommen. Hut ab vor der Moral. Klingenberg. Nun Laudea. Rampone. Holiday. Krieger. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Pop am Ball. Jetzt sind sie am Ball. Wichtig, dass sie hier an den Ball kommen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kein gutes Zuspiel hier, der geht in Seiten aus. Jetzt der Wechsel bei den US-Amerikanerinnen. Leroux. Krieger. Ganz schwacher Passversuch. Einwurf.
und direkt zurückgespielt. Das war einfach. Sie hat den Ball. Sie bleibt liegen. Sieht nach einer Verletzung aus. Einwurf für Deutschland. Gößling. Der Ball kommt gut. Sie passt hier gut auf und fängt den Ball ab. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Sie bügelt ihren Fehler wieder aus und holt sich den Ball zurück. Kraner Ball. Alexandra Popp jetzt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Da kommt der Schuss. Da schießt sie daneben. Ein eindeutiges Ergebnis in dieser Partie. 4-1 am Ende. Sie haben effizient gespielt und daher nicht unverdient gewonnen, oder Buschi? Ganz genau, Ballbesitz allein reicht eben nicht. Was sie mit dem Ball gemacht haben, war im entscheidenden Moment einfach besser. Der Sieg geht daher in Ordnung.